Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope yesterday you understood that you must love the chisel of God. Ich hoffe, du hast gestern verstanden, dass du den Meißel Gottes lieben musst. So that you can actually fit into this beautiful building that God desires. Damit du tatsächlich in dieses schöne Gebäude passt, das Gott sich wünscht. You're rising like the perfectly fitted stones of the temple. Ihr werdet wie die perfekt eingepassten Steine des Tempels aufgebaut. And your lives have been built up together upon the foundation laid by the apostles and prophets. Und euer Leben ist auf dem Fundament gebaut, das die Apostel und Propheten gelegt haben. There have been so many different teachings out of the ministry of the apostles and prophets. Es gibt so viele verschiedene Lehren über den Dienst der Apostel und Propheten. The apostles and prophets have laid the foundation. Die Apostel und Propheten haben den Grundstein gelegt. Unless the church is built on the ministry of the apostles and prophets, it's not a good church. Wenn die Gemeinde nicht auf dem Dienst der Apostel und Propheten aufgebaut ist, ist es keine gute Gemeinde. But I actually understand this statement in a much simpler way. Doch für mich ist die Aussage viel einfacher zu verstehen. So, here is what happened. Folgendes ist geschehen. The apostles and prophets, yes, they laid the foundation. Die Apostel und Propheten, ja, sie haben das Fundament gelegt. But what's the foundation that they laid? Aber welches Fundament haben sie gelegt? Christ. Christus. The prophets declared Christ and the apostles preached Christ. Die Propheten verkündeten Christus und die Apostel predigten Christus. Remember. Erinnere dich. If you think about what the prophets did, they declared Christ, the one who is coming and the one who will do everything for us. Denke darüber nach, was die Propheten taten. Sie verkündeten, dass Christus kommen wird und alles für uns tun wird. And when the apostles came, they didn't just preach whatever they wanted. They preached Christ, the ones the prophets announced. Als die Apostel kamen, haben sie nicht einfach gepredigt, was sie wollten, sondern sie haben Christus gepredigt, den die Propheten angekündigt hatten. So when we are told that the church has been built on the foundation of the apostles and prophets, wenn es also heißt, dass die Gemeinde auf dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut ist, in my understanding, it simply means that the church is built on Jesus Christ alone. Bedeutet das nach meinem Verständnis einfach, dass die Gemeinde allein auf Jesus Christus gebaut ist. Remember, Paul went everywhere doing what? Paulus ging überall hin und was tat er? Preaching Christ. Er predigte Christus. Didn't Paul say to the Corinthians? Sagt Paulus nicht zu den Korinthern? I painted Christ before your eyes. Oh, he said to the Galatians, sorry. Ich habe Christus vor euren Augen gemalt. Oh, er sagt es zu den Galaten, sorry. To the Corinthians he said, when I came to you, I knew nothing but Christ and him crucified. Zu den Korinthern sagte er, als ich zu euch kam, kannte ich nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. So when Paul is saying that our lives are built up as this perfectly living temple, wenn Paulus sagt, dass unser Leben wie ein perfekter, lebendiger Tempel gebaut wird, upon the foundation of the apostles and prophets, auf dem Fundament der Apostel und Propheten, he is saying that our lives are built up as this temple and Jesus is the foundation. Dann sagt er damit, dass unser Leben wie dieser Tempel errichtet wird und Jesus das Fundament ist. Look, he talks about this building. Schau, er spricht über dieses Bauwerk. And best of all, the pastor says, you're connected to the head cornerstone of the building. Und das Beste ist, so heißt es in der Passion, dass ihr mit dem Haupteckstein des Gebäudes verbunden seid. The anointed one, Jesus Christ himself. Dem gesalbten Jesus Christus selbst. The head cornerstone was part of the foundation. Der Haupteckstein war ein Teil des Fundaments. It was not a stone that was somewhere in the middle of the building. Er war kein Stein, der irgendwo in der Mitte des Gebäudes lag. See, here is what they did. Sie sind wie folgt vorgegangen. They made this perfect cornerstone. Sie fertigten einen perfekten Eckstein an. And then they put it down and every other stone had to be aligned on that head cornerstone. Legten ihn hin und alle anderen Steine mussten auf diesen Eckstein ausgerichtet werden. It's a little like building a jigsaw puzzle. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Puzzle zusammensetzen. Which I think whoever invented those needed help. Wer auch immer so etwas erfunden hat, braucht meiner Ansicht nach Hilfe. It's like, why would you build something that's broken and sell it? Warum stellt man etwas her, das kaputt ist, und dann verkauft man es? That's just how I understand it. So sehe ich es jedenfalls. But Debbie loves jigsaw puzzles. Doch Debbie liebt Puzzlen.
Our younger son, he can spend hours, days and weeks building jigsaw puzzles with his wife. Unser jüngerer Sohn kann mit seiner Frau Stunden, Tage und Wochen damit verbringen, Puzzles zusammenzusetzen. Who is now our middle son. Er ist jetzt unser mittlerer Sohn. And whenever Debbie builds a puzzle, do you know what she always starts with? Immer wenn Debbie ein Puzzle zusammensetzt, weißt du, womit sie immer anfängt? With the four corner pieces. Mit den vier Eckteilen. She always goes and finds the four corner pieces and that's how then she starts to build. Sie fängt immer mit den vier Eckteilen an und dann puzzelt sie. You are a living temple together with me, being built in the beautiful house of God. Du bist mit mir zusammen ein lebendiger Tempel, der in das schöne Haus Gottes hineingebaut wird. Jesus is the foundation of everything. Jesus ist das Fundament von allem. But Jesus is also the main, the chief or the head cornerstone. Aber Jesus ist auch der wichtigste, der oberste, der Haupteckstein. Everything is aligned according to him. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Do you know why the church is so powerless today? Weißt du, warum die Gemeinde heute so machtlos ist? First of all, because the foundation is wrong. Erstens, weil das Fundament falsch ist. Secondly, the chief cornerstone is wrong too. Zweitens ist auch der Haupteckstein falsch. In many churches, the head cornerstone is the teaching of the pastor. In vielen Gemeinden ist die Lehre des Pastors der Haupteckstein. The head cornerstone is the vision of the church. Der Haupteckstein ist die Vision der Gemeinde. The head cornerstone is submitting to the leaders. Der Haupteckstein ist die Unterordnung gegenüber den Leitern. Is this doctrine and that theology. Der Haupteckstein ist diese Lehre und jene Theologie. No wonder the church has become such a crooked building that is so ineffective. Kein Wunder, dass die Gemeinde ein so schiefes Gebäude geworden ist, das so unwirksam ist. The only way the church will be this powerful living temple. Der einzige Weg, wie die Gemeinde zu diesem kraftvollen lebendigen Tempel werden kann, is if whoever is in leadership of the church comes to a clear understanding. Ist, wenn die Verantwortlichen in der Gemeinde zu der klaren Erkenntnis kommen. And puts this into practice. Und es in die Praxis umsetzen. That Jesus Christ himself is the chief cornerstone. Everything aligns to him. Dass Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist und sich alles an ihm ausrichtet. Every doctrine, every teaching, every custom of the church must surrender to Jesus. Jede Doktrin, jede Lehre, jeder Brauch der Gemeinde muss sich Jesus unterordnen. And people are supposed to be taught, look, follow Jesus, not any other human leader. Die Menschen sollen gelehrt werden, folgt Jesus, nicht irgendeinem menschlichen Leiter. See you tomorrow. Bis morgen.